Hey Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ja, ich muss gerade kurz was mit der Aufnahme schauen. Okay, also in der letzten Folge, ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Wir haben das Master Schwert bekommen, haben uns, ich kann es gerade nicht verwenden, okay, ja, haben uns zurückverwandelt in einen Menschen und nun können wir uns auch, wir haben auch so ein, ich weiß selbst nicht, was das ist, irgend so ein komischer Schattenkristall auf jeden Fall, haben wir bekommen. Und mit dem können wir uns jetzt also jederzeit wieder in einen Wolf verwandeln. Und uns somit halt auch porten. Und jetzt kann ich jetzt ich kann halt wirklich nicht mehr reden. Das Master Schwert kann ich euch hier mal zeigen. Guck mal hier, wie das leuchtet, ja. Bumm! Okay, bringt nicht viel. Also, und zwar möchte ich mich, ja, da unten müssen wir jetzt hin. Da unten. Allerdings habe ich nachgelesen und ich habe eine Flasche übersehen, die wir schon längst hätten bekommen können. Und die Flasche ist, glaube ich, halt, da ist es, ne? Okay. Ja, nämlich bei diesem komischen Lampenverkäufer, die hätten wir eigentlich schon von Anfang an bekommen können. Der verkauft einem nämlich eine Flasche mit Öl. Ich dachte, der füllt einfach nur meine Flasche auf. Deshalb habe ich das nicht genommen. Aber ja, er hat mir leider eine Flasche angeboten und die habe ich leider nicht genommen. So, jetzt sind wir auch gleich schon da. Der ist ja hier gerade um die Ecke. So, der Typ im Vogelnest im Kopf. Ja, schön. Oh, der hat mich geweckt. Ah ja, Öl. Willst du Öl? Ja, Flasche Öl kaufen. Sehr schön. Ich dachte, der füllt einfach nur meine Flasche nach. So, dann die dritte Flasche, die bekommt man, habe ich auch nachgelesen, wenn man 20 Geisterseelen hat. Wir haben 3, oder? 2 oder 3? 3. Und die Karte ist gerade schon wieder. Ey. So. Okay, als nächstes, ich muss jetzt ganz kurz mal wieder hier um die Ecke, damit er mich nicht sieht. So. Also, dann porten wir uns einfach mal zum Juliasee und suchen den einmal auf. Thelma hat ja gesagt, beziehungsweise Thelma hat Besuch und die erkunden ja jetzt Hyrule und fragen sich andauernd, was mit irgendwelchen Gebieten los ist. Und dieser eine, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, der ist halt irgendwo da. Und da hinten ist ein... Ist das eine Geisterseele? Ja. Komme ich jetzt aber so gerade nicht ran. Also, wo ist der denn? Der steht irgendwo da hinten. Ach so, da geht's hoch. Ich sehe das gar nicht, weil das hier so dunkel ist. So, okay, und jetzt immer noch weiter da hinten. Ach, da oben steht er. Okay. Und da ist eine Geisterseele, ist ja klar. Ist das andere denn jetzt auch eine Geisterseele? Ja, tatsächlich. Okay, und nochmal. Bumm. Und sehr gut, genau, halt, nein, der Knopf. So, okay, dann reden wir doch mal mit dem. Der steht natürlich Tag und Nacht da und schaut sich die Gerudo-Wüste an, ist ja ganz klar, mache ich auch immer. Im echten Leben, ja, ich stehe stundenlang auf einem Turm und
sieh mir an, wie der Supermarkt von oben aussieht. Nee. Du bist doch Strolli, oder? Ach Gott, wie siehst du denn aus? Du kennst sicherlich Thelma. Ich bin. Ah ja, Raffler heißt er, genau. Raffler, der Adler. Ich habe von ihm, von ihr so einiges über deine Tante. Über deine Tante, genau. Über deine Taten erfahren. Ich wusste, dass ein kann ich nicht mehr lesen, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder später von den Ereignissen in der Wüste hören und hier auftauchen würde. Und? Täusche ich mich? Strolli, wusstest du eigentlich schon, früher gab es in der Gerudo-Wüste eine Burg, wo ein zur Höchststrafe verurteilter Schweineverbrecher hingerichtet werden sollte. Es heißt, dieser Verbrecher wurde mit Hilfe eines verschwundenen Spiegels auf direkten Weg ins Jenseits befördert. Jetzt ist die Burg verschlossen und auch der Weg in die Gerudo-Wüste ist versperrt. Nun, eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Spiegel und die Rachegeister der Verurteilten. Ich denke, das Urteil, das über Hyrule gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb will ich sie genau untersuchen. Genauer untersuchen. Und du, Strolli, was planst du jetzt zu tun? Willst du etwa selbst in die Wüste gehen und die Zustände dort mit eigenen Augen sehen? Ja, klar. Ach, wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen. Aber zuvor muss ich einfach mal ganz schnell weg. Ja, ja, aber bitte übergib dies Tobi. Er betreibt einen Freizeitpark am Hüll der See. Ein Freizeitpark, wirklich? Das ist ein Gebäude, das aussieht wie eine Kanone. Und auch eine Kanone ist. Okay, Rafflers Notiz. Sehr schön, ja, ja. Das ist der da hinten. Und da ist auch eine Geisterseele. Aber ich glaube, da komme ich nicht an. Ich ziehe mal da, glaube ich, ganz schnell. Hupsala. Ganz schnell diese andere Rüstung mal an. Damit bin ich nämlich schneller unterwegs. So, okay. Wer war das denn da gerade? Hallo, tschüss. Ah ne, die Musik hört man ja jetzt schon. Hallo. Okay. Komm. Da, guck mal. Das ist doch vom alten Raffler. Dem Alten kann man einfach nichts widersprechen, oder? Oase? Ja. Da kann man wohl nichts machen. Na gut, dann bereiten wir dich auf mal den Sonderflug vor. Also gut, den Flugpreis bekommst du diesmal erlassen. Was ist, sollst du sofort losgehen? Ja klar. Na gut. Aber einen Freiflug bekommst du nur dieses eine Mal. Also dann, guten Flug. Einmal Oase hier entlang, bitte. Nein, ist ja ekelhaft, ey. Das muss jetzt sein. Oh ne, schon wieder. Ey, man sieht einfach gar nichts, ne? Also ich sehe jetzt nichts. Hier ist mein gesamter Bildschirm schwarz. Gerudo-Wüste. Strolli, warte. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Erinnerst du dich noch, was uns der Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was aus den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das Heilige Reich beherrschen wollten? Sie sind aus Hyrule vertrieben worden. Unsere Göttinnen haben sie an einen geheimen Ort verbannt. Spüren Sie endlich.
Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. So wie bei uns im Let's Play. Immer, wenn wir hier irgendwas aufnehmen, ist immer Nacht. Von dieser Welt voller Schatten aus war es unmöglich, die Welt des Lichts zu erreichen. Und den Wesen jenes Schattenreichs war es auch gar nicht erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, als Schatten von Hyrule auf ewig in Dunkelheit zu leben. Das ist die Geschichte des Schattenvolks, so wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist dir klar, was ich bin, oder? Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verbannten. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Aber als Santo die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Er verfügte über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr Beretten. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Es war zwar verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser Weg führte über eben jenen Schattenspiegel und die Göttinnen vertrauten ihm den Wächtern von Hyrule an. Nun, Santo ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Und du wirst ihn doch sicher mit mir zusammen suchen, oder? Ja, sehr schön, okay. Ey, man sieht fast nichts hier. Geh bitte schneller unter. Alter, ich sehe hier wirklich gar nichts. Da hinten ist schon direkt eine Geisterseele. Ach nee, was ist das denn hier? Ah! Treff doch das Ding jetzt! Okay. Eine Geisterseele erhalten. Schnell weg hier, schnell! Also wie viel sind hier denn noch? Okay, es wird langsam heller. Sehr schön. Okay, und ich glaube hier irgendwo, genau da hinten, ist nämlich die Brücke, die uns einfach weggenommen wurde. Wir wollten drüber laufen und schon. Ja. Nee, wir sind drüber gelaufen. Danach war es allerdings weg. Ey, ist das ein Insekt? Tatsächlich, das ist ein Insekt. Eintagsfliege männlich. Sehr schön. Oh, der ist runtergefallen. Der Arme. Ey, was sind das für lästige Viecher? Die sind ja noch lästiger als diese komischen Sandwürmer.
Da ist eine Truhe. Wie komme ich denn da ran? Kann ich das nicht verschieben? Nee. Halt, wo ist die Brücke? Das da ist die Brücke. Jetzt muss ich da hin und da ist irgend so eine komische... Was sage ich in letzter Zeit immer? Komische! Eine komische Killer-Ananas schon wieder, die allerdings freundlich ist. Okay, ich muss wohl als erstes dahin. Und dann dahin. Ach nee, es ist gar keine Ananas. Ey, ich hab's gewusst. So, okay, zum Wolf werden. Also, sind denn alle auf einem Fleck? Das wollte ich nicht. Ich wollte nur einen killen. Ich will nur den einen. Hallo? Was? Ey, der war doch auch mit drin. Bam. Was? Hä? Ich hab... Jetzt aber. Hä, ihr habt das gesehen? Das war hundertprozentiger Betrug. Ich hab beide anvisiert und nur den einen... Hat's getroffen. Hab ich getroffen. Das gibt's ja wohl nicht. So, und jetzt erstmal die Eldenbrücke zurück. Ne, ist das die Eldenbrücke? Was ist das denn? Warten. Jetzt ist er. Moment. Da. Genau, die Eldenbrücke. Alter, voll das Schloss da hinten. Sieht aus wie so eine Pyramide. Ja, es ist ja auch eine Pyramide, aber... Naja. Und... Bumm! Die ist wieder ganz. Und was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Toll. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Okay, und wir müssen, glaube ich, dahin, weil hier, glaube ich, dann dieser Tempel ist. Wie nennen die das? Wüstenburg? Okay. Erstmal wieder zurück verwandeln. So, da hinten ist noch eine Truhe. Also, nee, hau doch einfach ab. Tschüssi. Was? Okay. Halt, komm her! Okay, jetzt aber.
Gut. So, und hier müsste auch ein Herzteil drin sein, oder? Nee, ein Stempel, natürlich. Uiuiui. Was? Ey, jetzt muss ich schon wieder warten. Endlich. Ja, jetzt muss ich da hinten hin. Ja, aber wie fliegt denn das Ding hier überhaupt? Nee, eigentlich wollte ich da hinten hin, aber okay. Freunde, ich würde dann erstmal sagen, in der nächsten Folge starten wir sowieso wieder woanders. Also, ja, also in der nächsten Folge suchen wir dann die Wüstenburg auf. Da hinten ist sie schon. Ja, also, seid gespannt auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, ich muss Pause drücken. Bis zum nächsten Mal und tschüss.